Entspannte Gesichter am 24. Oktober auf dem Marktplatz. Die Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss hat doppelten Grund zum Feiern. Der Grundstein für den Sonnenhof wird gelegt und über dem Dach des Hauses zur Sonne schwebt der Richtkranz. Früher bedeutete der Grundstein, dass der erste Stein des Fundaments für den Bau eines Hauses gesetzt wurde. Auf unserer Baustelle wurden in den letzten Monaten schon viele Steine verbaut. Der erste kann es demzufolge nicht sein. Die Decke unserer neuen Tiefgarage wird in Kürze fertiggestellt sein. Diese riesige Decke ist das Fundament, auf dem unsere Häuser nun gebaut werden sollen. Diese riesige Decke, das ist unser Grundstein. Und dieser große Grundstein wird in wenigen Wochen vollendet und von uns heute symbolisch geschlossen. Und noch etwas ist heute anders, als Sie es sich vielleicht vorgestellt haben. Heutzutage wird bei der Grundsteinlegung nicht mehr ein Stein verlegt, sondern eine Messingröhre einzementiert. Unsere im Jahr 2004 gegründete genossenschaftliche Spareinrichtung, in welche zwischenzeitlich, auch das ist immens, trotz oder gerade wegen der Finanzkrise 3.700 Mitglieder ihren Spargroschen sicher anlegen, finanziert mit bis zu 20 Millionen Euro den Löwenanteil dieses Projektes. Damit lösen wir auch ein weiteres Versprechen zum wiederholten Male. Die in unserer genossenschaftlichen Spareinrichtung von Ihnen angelegten Gelder bleiben in unserer Stadt. Die Sonne, das betonte Vorstand Thomas Buckreus, liegt ihm besonders am Herzen. Hier sieht er großes Potenzial für die Zukunft der Genossenschaft, die damit nicht nur beweist, dass sie auch mit historischer Bausubstanz umgehen kann. Dass das zweitälteste Haus durch ihr Engagement gerettet werden konnte, verdient Respekt. Noch vor 4, 5 Jahren wussten wir nicht, wie es mit der Sonne weitergehen wird. In der schönsten Gegend unserer Stadt, in der guten Stube auf dem Markt, gab es ein Haus, das dümpelte förmlich vor sich hin. Es gab Investoren, die sich hier anheischig machten, etwas zu entwickeln, aber es ging nicht voran. Und wir machten uns schon wirklich große Sorgen, ob es gelingen wird, dieses Objekt zu sanieren, wieder einer Nutzung zuzuführen. Und dann war es die WG Carl Zeiss, die gesagt hat, wir trauen uns, wir ergreifen die Initiative, wir wollen hier unternehmerisch tätig sein. Der Oberbürgermeister hatte ein Gedicht von Ferdinand Lorbeer zu Martinsschmaus in der Sonne ausgegraben. Drum froh sind ein jeder Erstrebe, und wo wir ihn finden, weiß jeglicher Freund, er weilt, wo die Sonne beständig uns scheint. Nach den Reden auf dem Markt wanderten die zahlreich erschienenen Gäste zur Grundsteinlegung auf das Gelände des Sonnenhofes am Löbtergraben. Bei strahlendem Sonnenschein geriet dieser Lokalitätenwechsel zum Vergnügen, dem alle gern nachkamen. Im zweiten Bauabschnitt der Tiefgarage, deren Boden und Wände bereits fertiggestellt sind, legte Oberbürgermeister Albrecht Schröter die Kupferhülse in einem symbolischen Grundstein. Anschließend mauerte er sie gemeinsam mit den Bauherren und dem Architekten ein. Aus 4 Einzelgebäuden wird der Sonnenhof bestehen. Für den Berliner Architekten Jürgen Meyer-Haar ist dieses Areal der Schritt von der Vergangenheit in die Zukunft. Anschließend verfolgten die Gäste vom Markt aus das Richtfest auf dem Haus zur Sonne. Vorstand Klaus-Dieter Bosshold ließ noch einmal die Stationen Revue passieren, die die Wohnungsgenossenschaft bis zu diesem Tag zurückgelegt hat. Der neue Dachstuhl ist ein sichtbares Zeichen, wie weit die Bauarbeiten gediehen sind. Ein Rückblick. Im zeitigen Frühjahr begann im Sonnenhof nach monatelangen Vorbereitungsarbeiten eine entscheidende Phase. Seit dem 1.4. beginnen wir jetzt hier an der Tiefgarage Ost mit den Rohbauarbeiten. Sie sehen, da unten sind schon die Rohbauarbeiten, haben schon begonnen. Zurzeit ist im Hintergrund jetzt ein Kran aufgestellt worden. Der ist dafür da als Hilfskran für den Turmdrehkran, der ab morgen aufgestellt wird. Und dann beginnen sukzessive die Bauarbeiten, also die Rohbauarbeiten im Bereich der Tiefgarage. Und wir wollen den Bereich Ost, also den Bereich vor der Ricarda Hochhaus, bis Juli fertigstellen, also die Decke drauf machen, sodass der Verkehr ins Ricarda Hochhaus ab Juli wieder beginnen kann.
Stück für Stück wurde der Riesenkran aufgebaut, dessen Teile in der Nacht angeliefert wurden. Sein Einsatz ermöglichte einen viel schnelleren und geräuschloseren Bauablauf. Neben dem Einsatz großer technischer Geräte ist viel Feinarbeit nötig, um in hoher Qualität zu bauen. Der Kran jedoch erleichtert die Arbeit auf einer derart anspruchsvollen Baustelle enorm. Mit ihm können schnell und ohne andere zu behindern Materialien durch die Luft transportiert werden. Parallel wurde auch im Haus zur Sonne weitergearbeitet, bis die Plane überflüssig wurde. Im März fielen die Hüllen, die bis dahin das wenig attraktive Äußere des Hauses verdeckt haben. Schnell hatten sich die Bürger an den angenehmeren Anblick gewöhnt, den die Vorhangfassade bot. Wenig später wurde mit dem Gerüst auch ein Schutzdach errichtet, um einen neuen Dachstuhl zu bauen. Ja, mit dem Abnehmen der Plane, da haben wir, denke ich mal, wieder einen kleinen Schockzustand ausgelöst, so dass die Leute gesehen haben, also wir sind noch nicht fertig, hätte man ja denken können bei der Plane. Und jetzt geht's richtig los, das heißt, wir haben das Gebäude eingerüstet, sieht man ja. Wir haben jetzt ein Schutzdach oben drauf, damit nicht durchregnen kann. Wir sind jetzt dabei, das Dach abzureißen. Das Dach ist jetzt heute schon zur Hälfte weg. Dann beginnen ab nächster Woche, also ab 9. Mai, beginnen die Rohbauarbeiten. Das heißt, wir werden sukzessive von unten, also von oben nach unten das Gebäude abreißen und dann wieder statisch von unten nach oben aufbauen. Und wir wollen dann im August das neue Dach drauf haben, sodass dann im August oder Anfang September das Schutzdach wieder runtergenommen werden kann. Der mittelalterliche Keller, der bis zur Sanierung das ganze Haus getragen hat, wird durch ein neues Stützsystem entlastet. Dieses Rückgrat trägt nun das Gebäude, das bis dahin viele statische Mängel hatte. Wie bei der Tiefgarage wird auch hier mit Bohrpfählen abgestützt. Im Erdgeschoss gibt es viele hölzerne Bauteile aus der Entstehungszeit des Hauses, die aufgearbeitet werden müssen. Dazu gehören die Balken und die Hölzer der Bohlenwand. Jedes einzelne Bauteil wird nach den Vorgaben der Restauratoren behandelt. Das Ziel, möglichst viel Originalsubstanz soll erhalten bleiben. Auch zum Sonnenhof hin ist das Haus inzwischen eingerüstet. In der Sonne wurde im Mai beginnend und vom Keller ausgehend die statisch-konstruktive Sicherung der Wände und Decken durchgeführt, einschließlich neuer Stahlkonstruktionen, sodass wir jetzt an dem Punkt sind, tatsächlich mit einer neuen Decke und dem neuen Dach die Gebäudehülle von außen wieder schließen zu können. Mit dem Kran wird alles transportiert, was auf der Baustelle verbaut wird. Im zweiten Bauabschnitt der Tiefgarage werden die Wände gegossen. Dazu wird jede Menge Beton gebraucht. Woche für Woche gehen die Arbeiten unter Hochdruck voran, bei Wind und Wetter. Die sintflutartigen Regengüsse des Sommers haben der Bauleitung wegen der Wassermassen einige Schwierigkeiten bereitet. Doch auch das ging vorüber. Ganz schwierig waren die Kranstandpunkte zu finden. Also die Baufirma, die jetzt den Rohbau übernommen hat, hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, um die Kranstandpunkte so zu organisieren, dass sie im Prinzip mit zwei Kranen den ganzen Bauablauf abdecken kann. Das war sehr schwierig. Wir werden das hier also kurz vor der AOK errichten. Der eine steht jetzt hier unten in der Baugrube. Technische Höchstleistungen wurden auf dieser anspruchsvollen Baustelle schon viele vollbracht. Die Baustellenzufahrt über die Straßenbahnschienen ist eine davon. Die Zufahrt über die Ludwig-Weimar-Gasse wird die künftige Ein- und Ausfahrt für die Tiefgarage. Die Baustraße, die während der gesamten Vorbereitungszeit für den Lieferverkehr eingerichtet worden war, gibt es nicht mehr. Die Baugrube ist nun über die gesamte Breite ausgehoben. Vor allem Bewährungsstahl wird gebraucht, der mit dem Kran überall hin transportiert wird. Im Frühjahr 2013 ist die Eröffnung des Sonnenhofes geplant. In eines der vier Gebäude will die Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss ihren Firmensitz verlegen, um im eigenen Haus mitten im Zentrum für die Mitglieder ansprechbar zu sein. Die Architektur ist für das Unternehmen Programm. Etwas Neues wagen und die eigenen Wurzeln nicht aus dem Blick verlieren.